Lieben Brüder, immer wieder, wenn wir dieses große Schlagwort Ökumene in den Mund nehmen, dann wird dieses Kapitel, aus dem wir eben einen Ausschnitt hörten, Johannes 17, zitiert, wo Jesus, nachdem er dem Vater im Gebet Rechenschaft über seine Sendung ablegt, diesen Teil haben wir leider nicht gehört, obwohl er dazugehört, dann um die Einheit seiner Jünger betet. Dieses Wort wird oft bemüht und es wird zu Recht bemüht. Aber manchmal und leider allzu oft beobachten wir, dass es nur als Schlagwort aus diesem Kapitel des Evangeliums herausgenommen wird, ohne das Ganze zu sehen. Deshalb müssen wir uns heute Morgen bemühen, wenn wir bereit sind, auf Jesus zu hören und ihm zu folgen, auf das Ganze zu hören und das Ganze zu sehen. Wir haben das auch in der zweiten Lesung gehört. Wir singen es dieser Tage so oft. Es kommt immer das Wort senden vor. Bei der Nachwahl zum Apostelgremium haben wir es gehört. Und da wurde den Aposteln, den Gesendeten zugerechnet, dieser Matthias. Christus selber wird im Neuen Testament Apostel des Vaters genannt. Und er legt hier Rechenschaft über seine Sendung ab. Was ist die Sendung? Das vierte Evangelium wird gar nicht müde, es zu betonen. Jesus Christus ist Gott. Die Jünger tun sich schwer damit. Aber sie werden mit dieser Botschaft gesendet. Der Heilige Geist, um den wir in der Pfingstnovene bitten, wird auch gesendet. Und deshalb in dieser Sendung kann er Paraklet, Fürbitter, Fürsprecher bei Gott sein. In Gott sein, wenn man so will. Auch die Kirche hat eine Sendung, ein Apostolat, eine Mission. Was ist die Mission der Kirche? Wir haben das am Himmelfahrtstag noch gehört. Die Evangelien drücken es vielleicht ein wenig unterschiedlich aus, aber der Sinn ist immer der gleiche. Geht hin und lehret alle Völker und macht sie zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sehen hier im Gebet, das wir zu Recht hohepriesterliches Gebet Jesu nennen, im Kapitel 17 des Johannesevangeliums. Wir sehen hier einen tiefen Zusammenhang von Sendung, Gehorsam und Fürbitte. Und die Erfüllung der Bitte. Jesus weiß, worum er hier betet. Die Einheit ist nicht erst seit dem Datum, das wir vielleicht manchmal im Kopf haben, 1054, die Teilung mit der Ostkirche oder die Reformation, wenn wir an diese 500 Jahre denken. Die Zerrissenheit der Christen gibt es seit Anfang an. Und das ist etwas Erschreckendes und es muss uns beunruhigen. Wir hörten in der Lesung davon. Das Zwölfergremium ist nicht nur dadurch auseinandergebrochen, dass sie alle weggelaufen sind in dem entscheidenden Moment, sondern dass einer den Meister verkauft hat. Der Sohn des Verderbens, wie Jesus ihn hier nennt. Und wer die Kirchengeschichte der ersten Jahrhunderte kennt, weiß um die großen Schwierigkeiten und Zwistigkeiten von gegenseitigem Ausschluss, ja sogar in Rom von Mord und Totschlag unter den Nachfolgern des Petrus. Also ist das Ganze eine Fehlanzeige? Haben die also recht, die sagen, Kirche kannst du eh vergessen, guck sie dir an. Die Apostelgeschichte schreibt noch, seht, wie sie einander lieben. Und manche Ausleger sagen vielleicht zu Recht, dass Lukas damit einen Imperativ meint. Er will die Gemeinde dazu ermutigen, aber nicht einen Zustand beschreiben. Unsere Einheit, auch oft untereinander, zerbricht so schnell. Sollen wir es dabei belassen? Wir nehmen dann den großen Leimtopf und versuchen, Dinge zusammenzukleben, aber das ist schon bei IKEA-Möbeln schwierig.
Wenn das der falsche Leim ist oder Dinge, die nicht zusammengehören, dann bricht das auseinander, das hält nicht. So gibt es auch keine Leimtopf-Ökumene. Was ist aber das Kriterium, liebe Schwestern und Brüder? Sollen wir einfach sagen, naja, lassen wir halt Jesus beten? Ist halt so, wie es ist. Wir sollten neu diesen Zusammenhang, den tiefen Zusammenhang des Evangeliums erkennen. Die Einheit kann dann gewährt werden von Gott, wenn das Wort Jesu beachtet und gehorsam befolgt wird. Und das ist dann gegeben, wie es Vinzenz von Lerins, dieser Mönchstheologe aus dem 5. Jahrhundert, zu Recht sagt. Und ich sage gleich, warum wir an dieser Stelle rot werden müssen, und zwar über beide Ohren. Er sagt Folgendes: In der katholischen Kirche ist mit besonderer Aufmerksamkeit dafür Sorge zu tragen, was überall, was immer, was von allen geglaubt wurde. Das ist nämlich wahrhaft und eigentlich katholisch. Was überall, was immer und was von allen geglaubt wurde. Diesen Grundsatz, das müssen wir neidlos zugestehen, beachten wir als Katholiken nicht mehr, schon lange nicht mehr. Es sind unsere orthodoxen Schwestern und Brüder, die an diesem Grundsatz dieses westlichen Mönchstheologen Lerin, das ist eine Insel vor Cannes, festhalten. Also wir müssen auch vorsichtig sein, wenn wir von Ökumene reden. Wir müssen in das Evangelium hineinhorchen. Und wir wissen, dass das, deshalb gibt es diesen Grundsatz des Vinzenz, weil er darum wusste, naja, im Evangelium stehen zwar klare Sätze, aber der Auslegungen sind viele. Deshalb werden die unterschiedlichen Auslegungen in den verschiedenen Kirchen, wenn wir die damaligen Zentren anschauen, Alexandrien, Antiochien, dann das aufstrebende Konstantinopel, Rom, was immer, überall und was von allen geglaubt wurde. Und vielleicht verstehen wir jetzt auch die aktuellen Fragestellungen. Wir müssen uns vorstellen, auf welches Niveau wir herabgesunken sind, wenn auf dem Katholikentag jetzt gesagt wurde, er hat sich dafür entschuldigt, ein Kabarettist zu sagen, ich zahle ja auch, weil ich mit einer katholischen Frau verheiratet bin, eine Kirchensteuer, deshalb darf ich mir auch so eine Oblate abholen. Und es ist richtig, wenn der Kardinal von Köln mutig genug war zu sagen, Entschuldigung, ich würde nie in diesem Fall bei der Kommunion von einer Oblate sprechen. Das zeigt nur, wie weit wir voneinander entfernt sind. Aber liebe Schwestern und Brüder, wir können das natürlich jetzt auf diesen Kabarettisten schieben, der promovierter Mediziner ist. Also ganz blöd scheint er nicht zu sein. Das war natürlich eine gezielte Provokation. Aber wie viele sitzen oft in der Kirchenbank und denken ähnlich? Ich hole mir da vorne was ab. Steht mir das nicht zu? Wir denken heute so. Uns steht ja alles zu. Wir denken nur noch in diesem Sinn von Anspruch. Und wenn ich da schon überhaupt hingehe, sollen die sich gefälligst nicht so haben. Die sollen froh sein, dass ich überhaupt komme. Das ist weit entfernt von dem, was Jesus Sendung nennt und dem, wie wir dieser Sendung gerecht werden. Wir kassieren doch unsere Sendung oft ein. Wir finden plötzlich, weil wir unseres Christentums überdrüssig sind. Man kann es bei den Kirchenleitungen mit Händen greifen, es kotzt sie geradezu an, das eigene Christentum. Ich frage mich nur, warum zieht keiner die Konsequenz in diesen Leitungsetagen? Sollen sie doch die Konsequenz ziehen? Nein, die Alimentierung funktioniert ja in unserem Land. Aber andere Religionen sind plötzlich ganz attraktiv und sind ganz großartig. Nur wir selber haben alles voller Schrott, das muss alles entsorgt werden und jetzt muss alles neu werden. Nein, so wird keine Einheit, liebe Schwestern und Brüder, so wird sie nie. Was überall, was immer und von allen geglaubt wurde, das müssen wir für uns, liebe Schwestern und Brüder, wieder entdecken. Wir müssen es auch herausarbeiten. Manchmal mache ich mir selber den Vorwurf, das viel zu wenig zu tun in dem Mini-Bereich, in dem ich zuständig bin. Das wieder zu entdecken, damit wir auf diesem Weg zur Einheit finden.
Nicht zu einer konstruierten Einheit, nicht zu abgezirkelten Sätzen, auf die man sich dann auf kleinstem Niveau einigt. Das führt zu nichts. Das wird zu nichts führen. Wir sehen es auch in der Kirchengeschichte. Es hat ja viele, viele Versuche gegeben, die dann zu immer neuen Spaltungen führen. Wir müssen das tun, was uns in den Tagen vor Pfingsten die Apostel vormachen, gemeinsam mit der Mutter Jesu. Wir müssen uns immer wieder in diesem Obergemach versammeln und um den Geist Gottes bitten, dass er uns führt und leitet. Und dann sollten wir vielleicht auch Experimente wagen. Das würde ich mir wünschen in unserer Kirche, so mutig zu sein wie die Apostel, die 11. Ja, sie beten kräftig um den Heiligen Geist, aber sie schreiten keineswegs zur Wahl. Sie lassen das Los entscheiden. Meines Wissens, die einzige Kirche, die das noch praktiziert, sind die Kopten in Ägypten. Die wählen nämlich genauso ihren Papst, indem sie Kandidaten haben, sie beten und dann ziehen sie das Los. Ich weiß, das ist ganz schwierig mit Berechnungen und Absichten, mit Absprachen vor der Wahl, die ja in unserer Kirche eigentlich verboten sind, mit politischen Aktionen, die man auch mit Bischofsernennungen setzt. Oh, das klappt natürlich dann alles möglicherweise nicht mehr. Aber vielleicht wäre das ein Weg zur Erneuerung und zur Einheit der Kirche.